Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserem PyTorch-Tutorial. Heute wollen wir uns einen neuen Build-Classifier bauen, also eine neue Build-Klassifizierung. Und zwar soll es dieses Mal um Katzen und Hunde gehen. Das heißt, wir haben Bilder von Katzen und wir haben Bilder von Hunden. Und jetzt haben wir es aber wirklich uns nicht so leicht gemacht, dass wir die ganzen Daten schon irgendwie vorverarbeitet haben und so weiter und so fort, sondern wir müssen alles von Hand schreiben, das heißt auch das Einlesen. Und das ist nicht unbedingt einfach, also wenn man weiß, was man tut, ist es eigentlich einfach, aber man muss natürlich wissen, wie man es tun muss. Und ja, deswegen habe ich es mir mal nicht so leicht gemacht dieses Mal und keinen vorgefertigten Datensatz genommen. Denn wie gesagt, ein großer Teil von Machine Learning ist immer noch Vorverarbeitung von Daten. Das ist das A und O. So, ganz kurz zum Datensatz. Ich habe den von Kaggle.com. Das ist eine Website, wo ihr wirklich Machine Learning Datensätze bekommt und die dann in einem Wettbewerb sozusagen einfach freigegeben werden. Das heißt, ich habe mich da logischerweise angemeldet, was ihr leider auch machen müsst, und dann dort den Datensatz runtergeladen. Ihr könnt aber haufenweise Datensätze haben, also hier zum Beispiel Datasets, da habt ihr, ihr könnt ja auf Discover gehen, hier zum Beispiel Vine Reviews, TED Talks, Zillow Economics Data, Stack Overflow, Developer Survey und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich viele Sachen, die man hier ausprobieren kann, und da könnt ihr euch einfach austoben sozusagen. Wir nehmen jetzt hier Katzen und Hunde. Das heißt, wir wollen am Ende raus haben, ob unser Bild eine Katze enthält oder einen Hund. Und ihr wisst vielleicht, gut, okay, nicht unbedingt, aber wenn ihr jetzt mal so ein paar Bilder angucken würdet, dann könnte man vielleicht sehen, dass da, naja, sagen wir mal, Katzen und Hunde gar nicht mal so verschieden sind, wie man sich das vielleicht denken würde. Hat er nicht gesagt. Okay, doch, habe ich gesagt, ein paar kleine Beispiele von den Bildern. Also ihr könnt hier wirklich dieses Test.zip runterladen und die Trainingsdaten, also die train.zip, runterladen. Ich habe jetzt hier natürlich erstmal nur die train.zip-Dateien runtergeladen, das sind 500 Megabyte, aber glaubt mir, nach dem Entpacken sind es definitiv mehr und es dauert sehr, sehr lange, bis es entpackt. Also ich habe jetzt ungefähr eine Stunde oder sowas gewartet, wobei ich noch ein paar Sachen im Hintergrund laufen lassen habe, das sollte man vielleicht anmerken hierzu. Okay, gut, wollen wir uns mal kurz angucken, die Daten? So, es sind insgesamt 25.000 Bilder, das ist schon echt ordentlich was. Und wir sehen hier, die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben hier eine Katze, da ist noch eine Hand dabei. Wir haben hier eine Katze mit einem Mensch drauf. Hoppla, dass man das so zeigen darf. Okay, das ist wie gesagt ein öffentlicher Trainingssatz, deswegen habe ich jetzt einfach mal angenommen, ich darf den auch so zeigen. Wir haben hier Katzen in Käfigen drin. Hier nochmal ein paar Katzen in Käfigen. Wir haben hier Katzen mit anderen Menschen drauf nochmal. Wir haben Katzen sehr, sehr stark überbelichtet bei Nacht. Also die sind aber immer, also es sind keine Label oder sowas dabei, sondern es sind wirklich einfach nur die Bildunterschriften, also die Bildnamen sozusagen, sind die Label. So, gehen wir mal kurz runter zu den, Halleluja, das leckt, okay. Also ihr seht hier, wir haben wirklich sehr, sehr viele verschiedene Katzen. Dann gehen wir mal hier runter zu den Hunden. Wir sehen hier, die Hunde sind auch auf sehr, sehr verschiedene Art und Weise abgelichtet, also mit Kissen, mit Menschen, mit was auch immer. Ja, deswegen, und sie sind vor allem nicht alle gleich groß. Also manche sind Querformat, wie ihr hier sehen könnt, manche sind quadratisch, manche sind eher Hochformat, manche, ja, sind komplett unförmig. Also das hier zum Beispiel ist sehr, sehr Hochformat, die anderen sind vielleicht eher Breitbild. Und das macht das Ganze natürlich nicht leichter. Ich entlasse jetzt mal meine Festplatte wieder. Vielleicht hätte man das auf die SSD schreiben sollen, aber egal. Gut, das macht es natürlich nicht unbedingt leichter. Das heißt, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen, wie bekommen wir diese Bilder auf ein sinnvolles Format. Und ja, das machen wir jetzt in diesem Video, also im allerersten Video. Heute geht es, wie gesagt, nur um diese Vorverarbeitung von den Daten. Und wir wollen nicht mal richtig was schreiben, wir wollen nur uns grob dran orientieren, was wir jetzt dann weitermachen werden, denn wir sind jetzt auch schon wieder bei, naja, war jetzt erstmal die Einführung. Okay, was wir als erstes mal brauchen, ist natürlich Torch. Wir brauchen Torch Vision. Ups. Vision. Denn mit Torch Vision kann man Bilder super vorfabrizieren, sage ich jetzt mal. Das ist einfach eine super geile Library, die euch quasi euer Leben wirklich erleichtert. Dann werden wir hier from Torch Vision noch die Transformation brauchen. Ich importiere die immer ganz gerne separat in Transforms, damit ich nicht so viel schreiben muss einfach. Und dann from Pillow. Wir benutzen die Library Pillow. Die ist eine Bildverarbeitungslibrary für Python. Habe ich auch schon Tutorials dazu gemacht. Aber die müssen wir jetzt nicht wirklich alle durchgehen. Es ist auch nicht wirklich besonders schwer. Ich erwähne einfach nochmal kurz, was die einzelnen Funktionen machen. So, okay, was ist jetzt unser erstes Ziel? Naja, wir wollen unsere Bilder transformieren. Das heißt, wir schreiben uns eine Transforms-Variable hier. Okay, Transform vielleicht eher ist gleich. Das ist einfach eine,
naja, eine Funktion am Ende, die unser Bild so verarbeitet, wie es verarbeitet werden soll. Und diese Transforms, die landen natürlich oder sind alle unter Transforms verfügbar. Das heißt, ihr könnt hier einfach einen Haufen Zeug machen, was echt cool ist. Punkt Compose, das heißt, wir hängen diese Transformation aneinander. Das haben wir letztes Mal uns schon angeguckt. So, und jetzt wollen wir natürlich hier mehrere Transformationen reinpacken. Ich mache das nochmal kurz rückgängig. Hier machen wir noch diese Liste rein. So, eine Liste von Transformationen. Gut, was brauchen wir als erstes? Unser größtes Problem ist, dass die Bilder nicht gleich groß sind. Glaubt mir, das ist wirklich immer ein Problem. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Bilder auf eine sinnvolle Größe reduzieren. Oder auf dieselbe Größe bringen. Und was wir jetzt machen, ist als allererstes mal, wir resizen die Bilder. Und ich habe jetzt hier einfach mal 256 genommen, damit das Netz nicht zu groß wird, aber auch nicht zu klein. Ihr könnt natürlich hier nehmen, was ihr wollt. Wenn ihr hier 64 nehmen wollt, reicht das wahrscheinlich auch aus. Das bedeutet allerdings, dass die Qualität von unseren Bildern natürlich drastisch reduziert wird, weil wir hier jetzt nicht mehr die vollen, keine Ahnung, 1080p oder was manche Bilder von mir aus haben, zur Verfügung haben, sondern halt deutlich weniger. Und das kann vielleicht daneben gehen. Müssen wir noch gucken. Also wie gesagt, ich habe das jetzt nur einfach mal so gewählt, damit es, wie gesagt, eine sinnvolle Größe ist. So, was wir jetzt allerdings bekommen, ist eine Größe von Bildern. Und da die Bilder halt manche im Querformat sind, manche im Hochformat, sind wir halt natürlich jetzt so ein kleines bisschen aufgeschmissen. Denn wir müssen jetzt irgendwie sagen, okay, das Bild ist Querformat, das Bild ist Hochformat und wir brauchen halt wirklich nur eine gleiche Anzahl. Also wir brauchen wirklich die gleiche Anzahl an Pixeln. Also in die Breite und in die Höhe müssen wir zumindest eine feste Anzahl an Pixeln benutzen. Wie viel ist völlig egal. Also ob wir hier Querformat oder Hochformat wählen oder quadratisches, kann uns egal sein. Aber wir müssen es halt wählen und deswegen gibt es die Funktion .centerCrop. Das heißt, man schneidet einfach auf das Zentrum zu und schneidet oben und unten bzw. links und rechts einfach ab, was nicht passt. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen in der Breite bzw. in der Höhe genau gleich viel haben, nämlich auch 256. Okay, dann brauchen wir das Ganze natürlich am Ende als Tensor, transforms.toTensor. Das ist ganz, ganz cool. Und dann wollen wir das Bild noch normalisieren. So, was bedeutet jetzt normalisieren? Naja, manche Bilder sind vielleicht stark überbelichtet, manche sind viel zu dunkel und viel zu schwarz und deswegen baut man sich ganz gerne eine Normalisierungsmatrix bzw. einen Normalisierungsvektor. Und ja, das machen wir eben auch. Wir nennen das Ganze nachher gleich Normalize, deswegen hier schon mal Normalize eingetragen. Und das können wir eigentlich so machen. So, dann sparen wir uns eine Zeile. Okay, cool. So, jetzt müssen wir natürlich Normalize hier definieren, damit wir wissen, wie wir unsere Bilder normalisieren. Normalize. So, und da habe ich wieder mal die Werte einfach von verschiedenen Papern zusammengesucht, beziehungsweise von verschiedenen Quellen auch zusammengesucht, was die so verwendet haben. Und ich fand eigentlich den Mean ist gleich, das ist einfach eine Liste, eine sozusagen der Durchschnitt, der hier erstmal gesetzt wird, auf 0,485, also zusammen muss das Ganze dann, müssen die einzelnen Werte jeweils unter 1 liegen und dann 0,456 und 0,406. Wie gesagt, ihr könnt ja auch gerne mal ein bisschen mit anderen Werten rumspielen, vielleicht funktioniert das ja, upsala, ein bisschen besser. Standard, na komm schon, ist gleich, okay, dann machen wir auch das gleich weg. So, okay, was ist der Standard? Der Standard ist sozusagen die Normalverteilung, das heißt, der Durchschnitt ist jetzt hier und wie weit weicht diese vom Normal, wie weit weichen die normalerweise davon ab? Also wie groß ist die Verteilung? Wir geben hier eigentlich so ungefähr eine Verteilung an. Gut, 0,224 und 0,225. So, cool. Und ja, das sind unsere Normalisierungsvektoren. Das hier, wie gesagt, resize, dann zusammenschneiden, dann als Tensor und dann normalisieren. Okay, cool. Jetzt brauchen wir natürlich als allererstes mal ein Bild und das kriegen wir. Ich habe das Ganze hier, also die Python-Datei heißt Cats and Dogs und hier habe ich einen Ordner CatDog, da sind die ganzen Dinger drin. Das heißt, wir haben jetzt hier Image ist gleich Image, das ist die Bild-Klasse von Pillow. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Bilder zu laden, relativ easy eigentlich, indem wir hier einfach den Pfad angeben, CatDog. Slash, dann der Ordner heißt Train, das ist aber wahrscheinlich bei euch unterschiedlich. Und dann will ich einfach mal kurz gucken, ob es funktioniert hat. Das heißt, wir laden die Katze 0.jpg. Und ja, das sollte dann funktionieren hier mit unserem Pillow sozusagen.
Dann konvertieren wir das Ganze als in Tensor, das heißt Image Tensor, und wir führen sozusagen die Vorverarbeitungsschritte hier, die wir hier festgelegt haben, führen wir einfach mal darauf aus. Das heißt, wir sagen hier Transforms von Image und haben dann einen Tensor. So, hoffentlich zumindest. Jetzt, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch eine Batch Size einfügen. Das heißt, wir müssen dem Tensor noch sagen, hey du, da vorne hat's hier hat's mehrere Bilder drin. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie noch eine Batch Size reinstecken in diesen Tensor. Und wie machen wir das? Naja, zunächst einmal würde ich mal vorschlagen, machen wir das Ganze. Also, wenn ihr einfach eine Batch Size vorne einfügen wollt, dann könnt ihr das Ganze mit Punkt unSqueeze machen. Und jetzt eine kleine Neuigkeit, was man hier tatsächlich jetzt neu machen kann. Oder nicht neu, aber was ich euch noch nicht gezeigt habe. Wenn eine Methode von PyTorch hinten mit einem Bodenstrich aufhört, dann ist sie in place. Was bedeutet in place? Naja, ihr seht doch sicher, dass wir hier jetzt gerade irgendwas an unserem Bild verändern. Also wenn wir hier zum Beispiel haben, die Schritte oder die Daten, der Tensor hat die Größe 3,256,256 hier nach, weil das Bild natürlich hier erstmal drei Kanäle hat. Das haben wir hier oben angegeben, also ein Rotkanal, Blaukanal, Grünkanal normalerweise. Und dann halt 256 kreuz 256 ist das Bild dann am Ende groß, weil wir es erstmal resized und dann gecropped haben. Also erst kleiner transformiert und dann zugeschnitten. So, und Punkt unSqueeze würde jetzt hier Folgendes zurückgeben. Nämlich 1,3,256,256. Das ist relativ simpel, weil, ja, wir hängen einfach eine 1 vorne dran, also quasi einen neuen Vektor mit einfach nichts drin. Eine neue Dimension mit nichts drin. Das heißt, ja, warum machen wir jetzt hier das Ganze mit einem Unterstrich? Also wenn ich jetzt den Unterstrich weglassen würde, wäre das einfach der Rückgabewert, beziehungsweise das wäre die Form des Rückgabewerts von eben diesem Image-Tensor. Und wenn ich jetzt hier den Bodenstrich dran mache, dann wird das Ganze einfach direkt auf dem Image-Tensor wieder gespeichert. Das heißt, wir arbeiten in place. Die Veränderung wird direkt wieder in das Eingabebild oder den Eingabetensor direkt wieder reingeschrieben. Das ist eigentlich alles. Und ja, jetzt geben wir uns einfach mal kurz den Tensor aus, damit wir sehen können, wie das Ganze aussieht. Und das soll es dann eigentlich auch schon für heute gewesen sein. War auch schon wieder lang genug. Upsala. Ja, natürlich, ich habe hier Transforms geschrieben statt Transform. Das kann natürlich nicht funktionieren. Hätte ich eigentlich auch sehen können. So, und jetzt sehen wir hier, wir haben hier einen Tensor, der die Bilddaten enthält. Das heißt, wir haben hier vierdimensionalen Tensor, immer eine 0 vorne stehen. Und das ist eigentlich relativ langweilig, weil wir hier halt wirklich nur eine Dimension drin haben oder eine Möglichkeit haben, das ist die 0. Das heißt, wir haben hier wirklich nur diesen einen Eintrag. Und danach haben wir eben drei Einträge, nämlich 0, 1 und 2. Das sind die drei verschiedenen Bilder und hier haben wir sozusagen die Bilddaten drin. Die werden immer abgekürzt mit Punkt, Punkt, Punkt und hier mit einem Punkt, Punkt, Punkt in der Quere funktioniert das Ganze auch. Aber hier unten sehen wir dann noch, dass wir einen Float-Tensor der Größe 1, Kreuz 3, Kreuz 256, 256 haben, so wie ich das hier eben hingeschrieben habe. Ja, wenn ich jetzt das unSqueeze weggelassen hätte, hätten wir wie gesagt diese Form hier oben. Mit der können wir aber nicht arbeiten, weil wir wie gesagt eine Batch-Size noch drin haben müssen. So. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir heute erstmal machen wollen. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Wir haben jetzt unsere Daten zumindest mal in einem Tensor drin. Jetzt müssen wir natürlich noch das Ganze für den kompletten Ordner machen. Das werden wir dann nächstes Mal machen. Und dann geht's weiter mit unserem Netz. Gut, bis dann. Ciao.